Die eine Sache, die ich hier mal ganz dringend vorbringen möchte, ist, dass wir über unseren Leistungsbegriff nachdenken müssen. Ich weiß nicht, wie Ihr Leistungsbegriff ist, Herr Hörn, aber der scheint mir sehr eingeschränkt. Der Leistungsbegriff umfasst offensichtlich vor allem Männer, die unglaublich viel arbeiten können. Wenn wir genau hinschauen, dann wissen wir, dass Frauen eigentlich mehr arbeiten als Männer. Sie werden nur weniger bezahlt dafür, denn sie machen die unbezahlte Arbeit zu Hause. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Schauen wir nochmal hin, welche Arbeit hat welchen Wert für die Gesellschaft. Dann wissen wir aus vielen Studien, dass jene Arbeiten, die ganz unterirdisch schlecht bezahlt sind, die sind, die einen riesen Wert für uns als Gesellschaft haben. Da braucht man nur kurz schauen, was verdient eine Elementarpädagogin, was verdient jemand in einer Volksschule, was verdient eine Person, die Reinigung macht, was verdient die Person, die Kranke oder Alte pflegt in Österreich. Ein Beruf, der körperlich und psychisch wahnsinnig anstrengend ist und wahnsinnig schlecht bezahlt wird. Das sind für mich die Leistungsträger und Trägerinnen in dieser Gesellschaft. Was für mich keine Leistungsträgerinnen sind, sind Menschen, die Immobilien besitzen und dann sagen, liberalisieren wir die Miete und ich kann verlangen, was ich will und wer es zahlen kann, soll es zahlen. Was nämlich gleichzeitig auch heißt, dass wir, weil wir wissen auch, wer zur Miete wohnt, die unteren 40% der Menschen in Österreich. Die wohnen ich wohne auch zur Miete. Ja, auch zur Miete. Das ist richtig. Wie viele Wohnungen besitzen Sie, Herr Hörn? Wie viele Wohnungen besitzen Sie? Noch 225. Gut, also dann sind Sie auf keinen Fall die unteren 40% der Gesellschaft.